Dann Diorit, Diorit, Diorit und Diorit. Haben wir dann nochmal ein bisschen polierten. Dann Leitern wollte ich mir mitnehmen, ne? Hab ich wo? Da sind keine. Das sind noch Schienen, ja. Da. Ah, guck mal hier. 64 Leitern. Sollten erstmal ausreichen. Halt, andere Richtung. Mann, ich gehe immer nach links. Weiß auch nicht warum. Ist irgendwie so ein Drang von mir. Meistens hier aus dem Lager und dann nach links. Boing. So. Bom, 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 bom. Aber erstmal hier gucken, wie das mit dem Boden aussieht. Ich denke, das kann man so lassen. Ich denke, das Weiße und das Sandsteingelbe, das harmoniert ganz gut miteinander. Vor allen Dingen sieht es dann aus, als wären da Fliesen gelegt oder sowas. Leider kann man aus dem Diorit keine Stufen machen, sonst würde ich das Diorit komplett nehmen für die Kirche. Oder eben Andesit oder sowas in die Richtung. Das wird mir auch ganz gut gefallen. Aber das kommt bestimmt irgendwann auch noch. Naja, nochmal zurück zum ja, Spenden und so. Was haltet ihr davon? Also meine persönliche Meinung ist eigentlich, ja. Der Tribolo hat schon treffend gesagt, wenn man dann sagt, ja, unterstützt mich, spendet für mich, dann klingt es fast so, als würde man irgendwo mit einem Becher in der Fußgängerzone sitzen und sagen, hast du mal eine Mark? Achso, nee, heute ist es ja Euro. Hast du mal einen Euro? Nee, also das, ja, es geht mir auch irgendwie ein bisschen gegen den Strich. Dann ist man so, ja, in der Position, dass man irgendwas will und darum betteln muss, weißt du? Ja, das, nee, da, mit dem Gedanken kann ich mich einfach nicht richtig anfreunden. Aber bei ihm ist es ja so, er wurde ja drauf angesprochen und hat dann auch lange mit sich gehadert und hat jetzt eben auch gesagt, ja, er macht's. Einfach nur, um dann eben auch sein Let's Play damit verbessern zu können. In dem Fall Hearthstone, um ein paar Kartendecks kaufen zu können. Das kannst du ja entweder durch Gold, in-game, was du in-game bekommst, kaufen oder eben auch mit Geld. Und er will es dann eben so machen, dass er dann das Geld, was er dann von den Spenden bekommt, ist aber auch nicht besonders viel. Er hat, glaube ich, gesagt, von einem Euro bleiben 44 Cent hängen. Und ja. Und dann will er eben von diesem Geld dann eben auch Kartendecks kaufen. Und wenn es dann halt wirklich mal so viel sein sollte, dass er sich keine Kartendecks mehr kaufen muss und aber noch so viel übrig hat, dann eben auch ein bisschen Hardware. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Klar. Ich möchte jetzt auch keinen Aufruf oder sowas an euch starten, dass ich jetzt auch hier unbedingt spenden möchte. Oder spenden haben möchte, so rum. So rum klingt es besser, ja. Und, nee, um Gottes Willen. Ich will einfach nur eure Meinung dazu wissen. Ich meine, ja, das, der Bakerman macht es ja auch schon vor, ne? Aber er macht es ja so, er hat von vornherein gesagt, alles was gespendet wird, das geht dann an den Projekt Phoenix Server. Ich meine, den zahlt er ja auch aus eigener Tasche, ne? So ist es ja nicht. Und wer sich ein bisschen mit Servern auskennt, der weiß, wenn man sich einen Root-Server oder sowas kauft, dann sind es nicht einfach mal so 5, 6 Euro im Monat. Das sind dann schon mal 50, 60 Euro im Monat. Und ja, das ist dann doch schon mal eine Hausnummer, ne? Und er hat dann eben auch gesagt, ja, aber er möchte auf jeden Fall was Richtiges haben. Damit eben die Leute auch spielen können. Was ich ja auch total verstehe. Und er hat auch direkt gesagt, also das geht dann alles in den Server rein und es fließt nichts in seine eigene Tasche. Kommt eben, da bin ich. Ja, ich weiß nicht. Das würde mich mal interessieren, wie er das macht. Weil es wird ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr rumkommen, als jetzt nur für den Server. Kann ich schon? Nee, kann ich ja nicht. Okay, dann. Ja, doch, ich kann gleich. Komm, lass mich schlafen. Ich möchte, dass hier keine Mobs spawnen. Mond, geh auf. Ich möchte pennen. Na, also. So. Ja, was er dann mit dem Überschuss macht. Ich meine, der Targun.
Der Tribulo hat ja Targun und mich gefragt, was wir davon halten, generell. Und Targun hat dann gesagt, ja, und das, was dann eben als Überschuss ist, das kannst du ja weiterspenden. So zum Tribulo. Finde ich die Idee finde ich jetzt auch nicht schlecht. Aber ja, gut, ich meine, die Leute spenden ja für einen selbst. Oder eben für den Let's Player und dann eben nicht, dass der Let's Player dann mit dem Geld, was dann überschüssig ist, dann auch nochmal weiterspendet. Hm. Ist jetzt ein bisschen doof, ne? Aber ich meine, man kann es ja dann auch so machen, dass Überschüssiges dann entweder wieder zurückgeht. Oder dass man das dann eben für was anderes nutzt, um das Let's Play irgendwie zu verbessern. Neue Hardware zum Beispiel oder neue Software oder sowas in die Richtung. Kann man ja alles machen. Ich wollte schon wieder links gehen. Glaubst du es? Jo. Nee, aber ich finde es okay, dass der Tribulo das jetzt macht. Stehe ich voll dahinter. Vor allem, weil es ja auch ein Wunsch war von seinen Zuschauern. Und ich denke, das legitimiert das Ganze ein bisschen mehr. Als wenn jetzt einfach nur jemand sagt, komm, ich mach, ich habe nicht genug Geld und so und spendet für mich. Das finde ich ein bisschen arschig. Ich meine, da kannst du genau, kannst du dann auch gleich auf die Gasse gehen und dann hier battlen, ne? So wie es eben die ganzen anderen Leute machen. Wobei es denen ja auch nicht schlecht geht, ne? Es gibt ja auch so Banden, so professionelle, ja, wie sagt man, ja, Ringe. Ja, eigentlich schon Verbrecherringe, ne? Die dann irgendwelche Frauen oder irgendwelche Männer dann in die Fußgängerzone setzen, die dann battlen sollen. Und am Ende vom Tage werden sie dann von einem Mercedes oder sowas abgeholt. Von einem richtig großen Mercedes. Also wir reden jetzt nicht von irgendeiner E-Klasse, Baujahr 60 oder sowas, ne? Weiß gar nicht, ob es damals schon E-Klassen gab, aber egal. Ihr wisst, was ich meine, ne? Sondern halt von richtig, richtig großen Kutschen. Und ja, gut. Alter, das ist wieder ein anderes Thema. Ach je, ach je. Ja, ich wüsste jetzt aber nicht, wenn jetzt jemand von euch käme, ja, Streetiger, wir möchten dich halt auch unterstützen. Wo können wir denn? Und so. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Weiß ich wirklich noch nicht. Irgendwie kann ich mich mit dem Gedanken noch nicht so richtig anfreunden. Also für mich persönlich jetzt. Es ist meine persönliche Meinung, was die anderen machen, das ist okay. Ich habe ja gesagt, es ist legitim, was der Tribulo macht. Stehe ich auch voll dahinter. Aber was es eben für mich persönlich ist, das ist eben so, wie ich eben gestrickt bin. Ne? Ich meine, ich nehme auch ungern von irgendjemandem Geld an, auch wenn ich es bitter nötig hätte. Naja, also es ist, es war ja nicht immer so, dass ich gut verdient habe. Und ja gut, in Saus und Braus lebe ich jetzt nicht, aber ich meine, ich komme gut über die Runden. Kann mir auch einiges leisten. Und ja. Es läuft. So, warte mal, was können wir denn noch mitnehmen? Ich glaube noch ein bisschen Stein, ne? So, nehmen wir mal hier mit. Alles mit. So, oh, ich bin diesmal richtig gelaufen. Cool. Ich muss bloß mal den Kiesweg machen, damit ich nicht hier immer rumhüpfen muss. Naja. So. Ja, das ist eben so mein persönliches Ding. Ne, ich war doch eben wo ganz woanders, oder? Ah, Mann, eh, total verpeilter Typ. Hey, ihr kennt mich ja nicht anders. So. Jetzt machen wir hier erstmal noch ein bisschen dicht. So, und das muss ich mir hier nochmal genauer angucken, wie das da ist, weil da habe ich eine Lücke drin. Das ist aber auch so in dem ja, Originalgebäude. Werde ich mir mal noch was einfallen lassen. Also, haben wir wenigstens mal einen Boden drin, ne? Also, ich finde den Boden, der passt dazu. Der passt wirklich dazu. So, komm, jetzt zeig mir nochmal die Seite und dann wollen wir mal... Na, komm, hallo? Oh, da nicht, da, genau. Dann wollen wir doch mal hier weitermachen. So, warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 4, okay. Mache ich jetzt hier erstmal eine Leiter hin. So, 4. Wo ist der Glatte? Da. 5. Dann Nummer 6. Na, komm. Oh, jetzt wird es ein bisschen tricky. Ja, jetzt muss ich nämlich hier runter. So.
Alter, und das steht mir noch überall vor. B vor. So, zack, zack und zack. Ja. Dann der da und der da. So einer, so einer. So, dann da und da. Na komm, lass mich mal runter. Achso, bin schon. Und dann so. Ja, Wahnsinn.